Um an eurem Start- und maximalen Tempo in Abwehrsituationen zu arbeiten, kann ich euch folgende Übung empfehlen. Der Übende steht in tiefer Abwehrposition mittig auf dem Feld. Zwei Zuwerfer, jeweils am Netz auf der anderen Feldseite, stehen mit einer Ballschlange bereit. Werft nun abwechselnd einen schnellen, harten Ball an die Seitenlinie. Der Übende muss versuchen, so viele Bälle wie möglich in der Abwehr zu bekommen. Wenn er jeden einzelnen Ball erwischt, ist das meistens ein Zeichen dafür, dass ihr zu nett mit ihm wart. Natürlich sollte er auch immer noch eine Chance haben, den Ball zu erwischen, aber als Zuwerfer ist es jetzt eure Aufgabe, ihn wirklich an seine Grenzen zu bringen.